So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Ja, letztes Mal haben wir Bowser aufs Maul gehaut. Glaube ich zumindest, wenn ich das hier aufnehme. Ich habe dich inzwischen ein paar andere Dinge gemacht. Naja, das werdet ihr noch sehen. Und ja, das wird wahrscheinlich, denke ich, der letzte Part des Let's Plays. Ich denke schon. Ich hatte ja schon mein Fazit in den Credits gegeben. Und ja, wir können noch was schauen, noch was machen. Wenn wir nämlich auf die Statistik schauen, sehen wir, wir können nach Pista Delfino nochmal. Und ja, dafür gibt's den Kollegen hier. Halt, da muss ich aber erst Münzen sammeln. Moment. Dann sammle ich, ich brauche nämlich, glaube ich, 10 Münzen, um mit dem Kollegen was zu machen. Gut, dann was mache ich mal schnell, sehr schnell gemacht. 10 Münzen, ich mein, hallo. Geh schnell mal in den Untergrund und dann hat sich die Sache. Glaube ich, hoffe ich. Bitte? Den. Hätte ich ja schon offscreen machen können, aber da habe ich nicht bedacht. So, zack. Natürlich reicht es wegen einer Münze nicht. Ist ja klar, ne? Ah ja, haben wir doch schon genug. Zack. Bam. Sehr schön. Diddle. Dadelalda. So, und ich glaube, den Part, den muss ich auch nicht unbedingt 15 Minuten machen, weil, ne, wenn der länger wird, dann wird er halt länger, weil das wird wahrscheinlich der letzte Part. Ja, so machen wir das. Zack. So, Kollege, dann zeig mal, was du kannst. Hi. Soll ich die 14 Münzen zur Pista Delfino bringen? Na klar, Mann. Zu See, es ist Zeit hinauszufahren. Aber nicht, dass der Kapitän Seemanns Lieder trällert. Ja, ist ja gut, Mann. Yay! Pista Delfino! Und hier gibt's eine Menge Münzen. Ich frage mich gerade, ob ich hier auch 100 Münzen sammeln kann. So, und auf jeden Fall gibt's hier einen roten Schalter. Und den werde ich doch einfach mal pushen, ne? Zack! Sammle 8 rote Münze. Die Zeit abgelaufen ist. Viel Glück! Dab. 2 Minuten Zeit haben wir. Okay. Hier war schon mal eine. Jetzt mal da hinten ist noch irgendwo eine. Jawohl. Die dritte. Dann haben wir hier die vierte. Oh Gott. Ein Fisch. Nein! Fisch! Verschwind! So, wo sind die Münzen? Da sehe ich noch eine. Ja, das wären locker 100 Münzen, oder? Ich glaube schon. Hier haben wir noch eine. Zack. Ich habe jetzt schon 50 Münzen. Alter, das wird auch locker 100 Münzen. Das sehe ich schon. So, wo ist der Rest? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich habe natürlich keine Ahnung, weil die Mission, ich glaube, habe ich die Mission schon jemals gemacht? Ich glaube es nicht. Ich zweifle langsam wirklich, ob ich dieses Spiel jemals auf 100% privat gespielt habe. Wo sind denn die Münzen? Ich sollte nicht gegen die Viecher rennen. Das bekommt mir irgendwie nicht. Rote Münzen. Where are you? Münze. Aha. Ich hab sie schon gefunden. Tralalalalala. So, Nummer 1. Und zack. Wunderbar! Da hätten wir eine Insignie. Zack. Und schwupp. So, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein zweites Mal nach Pista Delfino. Ah, das geht ja rasend schnell mit diesen Münzen sammeln. Ich sehe schon, der Part wird ganz kurz. Naja, wir machen weiter. Und ihr seht übrigens, ich habe inzwischen ein paar blaue Münzen gesammelt. Ja, dazu gibt's auch noch einen Part. Irgendwann, aber das dauert länger, also. Hä. Cool, ich habe hier 57 Münzen immer noch. Zählt das wohl für Piazza Delfino, wenn ich hier 100 Münzen sammle? Das wäre interessant, weil dann geht's nämlich nicht, was ich hier vorhab. So, ich nehme einfach mal die Raketen. Die Raketen, ja. Die Turbodüse. Und dann geht's ab. Zack. Schwupp. So,
So, gebt mir mal all eure Münzen. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke, danke. Da, da. Es wäre natürlich blöd, wenn... Wenn das nicht zählt mit den 100 Münzen. So, rabbeln wir mal hier durch. Zack. Wum, 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 wum. Münze, 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 Münze. Schöne Sache. Da, 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 da. Zack. Und noch eine. Yes. Oh, das ist eine blaue Insigne. Okay, das zählt als Piazza Delfino. Schön. Was passiert eigentlich, wenn ich 200 Münzen sammle? Jetzt mal ehrlich. Wenn da noch eine Insigne? Keine Ahnung. Ich schau mal, wie viele Münzen es gibt, weil der Part ist eh viel zu kurz. Was will ich mit einem 10-Minuten-Part? Nicht mal. Keine Ahnung, ich kann gerade nicht auf die Uhr schauen. Ich bin am Düsen, ihr vielleicht seht. Juhu. Oh, hier gibt's ja Münzen en masse. Schaut euch das an. Dream. So, Slalom fahren. Yay. Ja, das macht Spaß hier. Das ist echt cool. Badabababa. Badabababa. So. 150 Münzen. Alter, was geht denn? Was geht denn? So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Kamera. Das Ding nehme ich mit. Und das Ding nehme ich mit. So, wo kann ich noch hin? Da drüben sehe ich noch eine Menge Münzen. Kriege ich die 200 noch voll? Das wäre echt cool. Lalalala. Aber das hat sich doch eigentlich gar nicht zurückgesetzt, oder? Wo ich wieder nach... Dings... Na, sagt's. Sagt's! Nach Piazza Delfino bin. Hat sich doch mein Münzcounter nicht zurückgesetzt. Yo! Was habe ich heute mit meiner Aussprache? Und ich möchte diese Münze haben, hallo? Ich möchte jetzt echt noch wissen, was passiert, wenn ich 200 Münzen aufsammle. Das sieht mich jetzt brennen. Zack. Lalalalalalala. Dab, dab. So, da, da. Da hinten haben wir noch einen. Das wird mit den 200 klappen, ne? Ah, das wird wahrscheinlich ganz klappen. Nichts. Damit haben wir so ziemlich alles aufgesammelt, oder? Was es hier an gelben Münzen gab. So, hier drin irgendwo noch was? La, la, la. Die Ems kann ich doch wegwaschen. Aber das war's dann auch. Flup. Flong. Und flup. Flong. Ja. Das war's dann so ziemlich. Wo ist denn die Insignie eigentlich? Die 100 Münzen Insignie. Ist weg. Die ist weg. Warum ist die weg? Komme ich jetzt hier eigentlich wieder weg? Komm, ich kann keine 200 Münzen sammeln, wenn ich die Insignie nicht finde. Wo ist denn die? War die nicht? Ist doch gespawnt, oder? Hä? Also, ne, die blaue Insignie, weil ich die wir schon aufgesammelt haben. Haben. Hä? Jetzt ist vollkommen blöd. Schon, ne? Auch interessant, jetzt habe ich das. Ich spritze weiter Wasser, obwohl die Animation weg ist. Das ist schön. Das ist schön. Insignie? Bin ich blind oder ist die wirklich weg? Moment, oh, ich kann doch die ganzen Gegner darüber weg kaputt hauen, oder? Wop. Da, da. So, komm her. Gib mir all eure Münzen. Ihr gebt doch bestimmt noch. Bis zu die 200 Münzen. Komm, ich weiß es doch. Huch. Nein. Wenn jetzt habe ich es wegen dem Ding, den Typen versaut. Das wäre so typisch. Nee, es reicht doch nie im Leben. Flop, flop, flop und flop. Ba-ba-da, ba-da, ba-ba-da. Zack. Au. Wie auch immer der mich jetzt gehittet hat. Es gibt keinen Sinn.
Wo ist denn die Insignie? Jetzt mal ehrlich. Das ist seltsam. Das ist seltsam. Oder ist die einfach auf nach Piazza in den Fino geflogen? Sagst du mir jetzt eigentlich noch irgendwas? Yippie, Kaiserwetter! Okay. Das bringt mir aber gar nichts. Okay, dann glaube ich, kann ich das hier beenden. Dann wird das ja ein kürzerer Part. Ich dachte, der wird länger. Ach, hier oben ist die Insignie. Aha. Yeah, 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 yeah. Bravissimo. So, jetzt müsste ich ja eigentlich theoretisch wieder nach Pista Delfino kommen, oder? Da, 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 da. Ja, ich habe noch meine 180 Münzen. Und wenn ich jetzt nochmal bezahle, sind die Münzen wieder da? Hi. Jo, sollst du. Jo, jo, jo. Na, natürlich sind... Natürlich! Okay. Das heißt, man kann hier maximal 999 Münzen sammeln. Das könnte ich jetzt tun. Ich kann es aber auch lassen, ehrlich gesagt. Weil, ne? Ich will nur sehen, was passiert, wenn man 200 Münzen aufsammelt. Das ist alles. Vielleicht bekommt man einfach nur ein Leben. La 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 la. Ja. So, den letzten machen wir sogar noch M weg. Ja, man kriegt einfach nur ein Leben. Okay. Hat sich das Mysterium also auch geklärt. Gut, Freunde, dann würde ich sagen... Dann habe ich zwar mit dem Part nur noch eine Mission gemacht, aber ist ja vollkommen egal. Ich beende an dieser Stelle das LP. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Anschauen, wie ich beim Spielen. Weil dieses Spiel, es ist einfach nur... Ach, ist einfach nur genial. Ich hoffe wirklich, dass es irgendwann mal eins in der Art für die Wii U gibt. Und ja, ich hatte ja schon mein Fazit vom Spiel, deshalb würde ich sagen, man sieht sich dann im nächsten Projekt wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!